Okay. Genau. Gut, also fangen wir an. Unser Programm ist nicht ganz so lang, wenn wir dazu sagen, weil uns ist wichtiger, was ihr für Fragen habt, dass wir die beantworten. Das machen wir gleich mal vorweg so. Wie gesagt, herzlich willkommen. Mich freut wirklich sakrisch, dass so viel gekommen sind. Der Saal beim Wallner ist voll. Zugleich auch an die Familie Wallner, dass wir kommen dürfen, sage ich mal vielen Dank. Ja. Ihr seht sie schon, es geht ja, wir haben jetzt die letzte Gruppierung oder so, wir haben die Geiselfelder, wir haben uns den schönen Slogan gegeben, weil wir nur noch 6 haben, wir haben die 6 richtigen, also bei uns braucht es nicht Lotto spielen oder was, da, wenn sie es wollt, haben sie eh schon gewonnen, kleiner Gag am Rande. Also starten wir durch. Depp, hast du schon was verdruckt oder was? Ja. Hast du rumgedruckt oder was? Den Anschluss drückst du noch rein. Ja, genau. Ah, das war nicht das Jahr, genau. Okay. Also genau, haben wir einen kurzen Ablauf der Veranstaltung. Die Begrüßung mache ich jetzt dann gleich. Was ganz wichtig ist, ist der Datenschutzhinweis. Das muss ich euch jetzt fragen. Wir werden ein paar Fotos machen wollen. Wir haben auch einen Kameramann da, der wo ein paar Videos macht. Ich sag mal, auf das Video wird es jetzt also der Herr Rank vielleicht. Ja, das ist ein Schild, bist du ein Schild zum? Also, wie gesagt, da gaudi gerade dazu, genau. Da muss ich fragen, hat wer ein Problem, wenn auf ein Video oder auf ein Foto aufkommt? Das müssen wir wegen Datenschutz fragen. Der Herr Magneten auf. Alex, merkst du das bitte auf? Ja, bitte nur mal melden, dass wir das sehen. 1, 2, die drei Herren nicht. Genau. Aber wir werden eh meistens da vorfilmen, also da hinten. Oder wenn ein Video, wenn es ein Foto macht, dann müssen wir halt da dementsprechend ausblenden. Genau. Genau. Das Vorteil ist, wir fangen gleich mit dem Kernthema an, was wir haben. Das ist die Vorstellung der Geiselfelder Stadtratskandidaten. Die stellen sie vor. Und auch die Sixi werden auch gleich Themen vorstellen. Dann haben wir Vorstellung unseres Landratskandidaten, Klaus Stauthammer. Wo ist er denn, der Klaus? Da ist er, genau. Dann haben wir als Punkt 4 eine Vorstellung unseres Heimatprogramms. Also wir haben ein Heimatprogramm gemacht in Lichainer Kreisverband. Wir kennen Freising und Pfaffenhofen, gehört bei uns zusammen. Wir haben eine, sage ich mal, der aktivsten Gruppen in ganz Bayern von der AfD. Und das Heimatprogramm haben andere, was für einen Bastard übernommen. Also wir waren da wirklich sehr fleißig. Wir haben da ein guter, aktiver Kreisverband. Dann haben wir noch was Interessantes vom Wahlkampf. Zum Lachen oder nicht, das werden wir sehen. Das, glaube ich, hat noch keine Partei bisher gehabt. Und wie sie richtig wählen. Also nicht, wen sie wählen, es geht nur darum, dass sie einfach keine Stimmen verschenken, weil es ja schade, wenn man sich Gedanken macht, dann Stimmen verschenken. Und am Schluss haben Sie alle drum Zeit für Fragen und Anregungen. Genau, können Sie uns fragen und mir sowas zu beantworten. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir durch. Die Begrüßung habe ich gemacht. Wie gesagt, ich stelle die Kandidaten noch mal kurz vor. Das bin ich selber, der Josef Robin, die meisten kennen mich. Und schön ist relativ. Dann haben wir Andreas Schmidt. Unser Listenplatz 2. Dann haben wir die Sabrina See. Die Sabrina ist momentan noch in der Arbeit, ist fleißig. Die wird aber, sage ich mal, so viertel, halbe, nein, zu uns stoßen. Die stellen wir dann, später darf sie die vorstellen. Jetzt ziehen wir quasi hinten, setzen wir die an. Dann haben wir unseren Listenplatz 4 an Andrew Eichler. Er ist da. Unser Listenplatz 5 an Jens Kegler. Servus. Und ein Martin Weichenrieder von Engelbrechtsmünster, der arbeitet im Schichtbetrieb, der hat heute leider Spätschicht. Den werden wir dann auch kurz seine Kernpunkte, was ich halt vorstelle. Okay. Den Flyer habt ihr gewiss schon gesehen. Den hat eigentlich auch jeder gekriegt, den haben wir komplett austeilt. Da nochmal alle drum mit unseren Kernthemen, aber die werden wir jetzt dann eh nochmal genau beschreiben. So, Listenplatz 1, das bin ich selber, bin der Josef Robin aus Ilmedorf, 33 Jahre alt, Messtechniker. Ja, bei mir ist in der AfD jetzt ziemlich steil bergauf gegangen, kann ich so sagen. Letztes Jahr bin ich als Bezirksrat in Oberbayern nachgerückt, das war im Oktober, genau, als Nachrücker. Dann bin ich seit September letztes Jahr im bayerischen AfD-Landesvorstand bin ich drin, da bin ich Beisitzer, da haben wir eigentlich mindestens im Monat eine Sitzung, die wo dann auch über 6-7 Stunden ging, wo man verschiedene Themen und Pragmatiken anspricht. Genau.
Und seit 2 Jahren bin ich Beisitzer im Kreisverband Freising-Pfaffenhofen. Von dem, wo eigentlich alle, oder wo alle Kandidaten da dazugehören, außer die auch Parteilose, die wir dabei haben. Ja, aber man sieht es recht schön. Mein größtes Hobby ist die AfD. Seit ich die zwei Sachen habe, jetzt im Kommunalwahlkampf, muss ich sagen, momentan ist wirklich die. Aus in der Arbeit gerne, muss ich sagen, weil ich kann nicht leben, das ist schon klar. Aber das größte Hobby ist die AfD. Was ich sonst noch gerne mache, wenn ich dazugehe, Theater spielen, wir haben es jetzt heuer nicht gemacht in Immerdorf, wir haben die 1200-Jahr-Feier und da werden wir wieder Theater spielen, da werde ich mich auch einbringen. Dann tue ich noch Stock schießen, der eine oder andere weiß, gell? Haben wir schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Meistens hast du verloren, gell? Nein, schmarrn. Aber die verlieren. Ja, und was ich noch gerne mache, und das ist eigentlich wirklich mit Freunden was unternehmen, weil der Heimhocker ist jetzt nicht so meine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Wenn ich gewählt werde, dann gibt es, und das ist mir ganz wichtig, dann gibt es Sachpolitik. Wir unterstützen Vorschläge, ob die, egal von welcher Fraktion die kommen, das ist uns wirklich egal. Das machen wir, muss ich sagen, im Bundestag läuft das auch schon so ab. Die AfD hat auch schon Vorschläge unterstützt, die von den Grünen kommen. Wobei man sagt, gut, das gibt es ja nicht. Nein, die haben 2, 3 gute Vorschläge gebracht, die unterstützen wir auch. Und genauso ist unsere 6 Leute, wer immer neu kommt, wir unterstützen Vorschläge, wenn der gut ist. Und dann sollte er zu Recht die Partei, egal welcher nicht, hat er das Lob dann verdient, wenn er einen guten Vorschlag bringt und den unterstützen wir. Wird der nicht sagen, ja, du könntest jetzt hier gut hinstellen und ein gutes Licht, ist uns scheißegal, es zählt der Vorschlag. Und das ist eigentlich wichtig. Genau, wenn ich reinkomme, muss ich dazu sagen, es gibt sofort zwei Anträge, was wir machen. Wir beantragen sofort eine Bürgeraussprache vor jeder Stadtratssitzung. Und das, glaube ich, war jetzt auch für euch, was ich in letzter Zeit mitgekriegt habe, auch interessant gewesen. Bei euch war ja der Solarpark oder was noch gebaut werden will. Und da hat es, glaube ich, auch Missverständnisse gegeben. Da ist, glaube ich, abgestimmt worden über 4 verschiedene Einheiten, oder? Wenn ich es so richtig habe. Ist im Gesamtpaket abgestimmt worden. Eine waren vielleicht möglich gewesen, eine waren auch wirklich ein Irrsinn gewesen, das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber wenn sie, sage ich mal, die entsprechenden Grundstücksbesitzer da auch vorstellen könnten, sagen können, warum sie das machen, dann hätten auch die Stadtrats, die gewählten Stadträte, sage ich, ein bisschen mehr Einblick in das Ganze. Und natürlich auch, die Bürger können natürlich die Meinung sagen. Es ist ja so, der Stadtratsbeschluss, es ist möglich, man kann eine halbe Stunde Redezeit machen für die Bürger in die Stadtratssitzungen, pro Bürger maximal 5 Minuten, das muss man beantragen, das ist möglich. Aber dass das Konzept, was ich jetzt gerade gesagt habe, gibt, braucht einen Stadtratsbeschluss, dass man sich vorstellen kann. Dass man sagen kann, ich möchte gern, schreibt man 2 Wochen vorher einen Brief, ich möchte gern zu dem Thema, was weiß ich, so Solarpark in Rondeck, möchte ich gern Stellung beziehen und möchte das 5 Minuten vorstellen, warum ich das machen will. Dann geht das. Momentan geht das nicht, weil es den Beschluss nicht gibt, der Möglichkeit, dass man sich vorstellen kann. Also den werden wir einbringen und ich muss dazu sagen, die Bürgeraussprache, ich werde nachher nochmal drauf eingehen, Ich hab die ganzen Flyer gelesen, von alle 7 Parteien. Es war überall bürgernah, bürgernah, bürgernah. Dann müssen eigentlich alle zustimmen, weil dann können die Bürger wirklich zum Wort kommen. Schauen wir mal, was passiert. Dann der zweite Antrag ist ein 6-Jahres-Kodex. Da geht es jetzt auch allgemein um Bürgerentscheide, um auch um den Bürgerentscheid, der wo letztes Jahr getroffen worden ist, für Ilmendorf Nord. Wir wenn ein Antrag bringen, man kann einen Bürgerentscheid, das wisst ihr, der gilt grundsätzlich ein Ja, genauso wie ein Stadtratsbeschluss. Wir werden aber das vorschlagen, egal wer einzieht, wie viel von welcher Gruppierung. Wir sagen, der Bürgerentscheid war erst vor einem Jahr, ihr 24 seid jetzt 6 Jahre in dieser Periode drin. Wir fordern, dass man den Bürgerentscheid ernst nimmt und nicht wir alle mehr haben verstanden, sondern wer es verstanden hat, es stimmt dazu, dass der Bürgerentscheid die 6 Jahre Amtszeit nicht angetastet wird. Das ist uns ganz wichtig, das fordern wir ein. Da gibt es gewiss die eine oder andere Partei, die mitmacht. Es gibt auch schon eine Partei, habe ich gehört, die hat das schon wieder vergessen, dass die Bürger so abgestimmt haben. Die erwähne ich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir bringen das ein. Das war's von mir selber gewesen. Ich komme nachher wieder, ich werde das Ganze ein bisschen moderieren und meine Kollegen gingen auf andere Themen noch ein bisschen speziell ein. Ich sage vorerst schon mal Danke und bis gleich. So, grüß euch, ich bin Andreas Schmidt, 30 Jahre aus Geisenfeld, gebürtig dort, immer aufgewachsen, nie den Landkreis verlassen, bin Kfz-Mechatroniker. Meine Hobbys sind Schwimmen, in den Badeseen umliegend.
spazieren gehe und Fahrrad fahren in die Wälder, da haben wir ja ausreichend vorhanden. Einsetzen werde ich mir für die Sicherheit der Bürger und unserer Kinder. Das ist natürlich ein Thema, das man immer wieder punktuell und im Monatsabstand neu auswerten muss, wie die Sicherheitslage ist. Dafür ist auch der Bürgermeister zuständig. Er ist auch der Weisungsgeber für die örtliche Ortspolizei. Dann haben wir einen vernünftigen Einsatz von Steuergeldern, vernünftig und zielgerichtet. Also nicht irgendwie mit einer Gießkanne. Grob fördern, grob machen, das muss schon effizienter sein. Steuergelder geht uns alle an, also das ist alles unser Geld, da muss man einfach schauen, dass das vernünftig eingesetzt wird. Dann Verkehrs- und Baugebietsplanung, das ist auch so ein Thema, da muss man auch im Vorfeld schon schauen, wenn es dann immer irgendwie größer wird oder mehr Flächen zur Verfügung gestellt wird, dass man da vernünftige Anbindung für die Anwohner dann hat. Die Straßen werden einfach nach und nach dann überlastet, die Zubringerstraßen zu den Hauptstraßen, wenn man da nur immer hinbastelt. Und zum Schluss noch Public Viewing, dieses bei den Fußballveranstaltungen am Stadtplatz, die Übertragung. Das hat ja zum Schluss, oder das letzte Mal, das ist dann gescheitert, weil die Stadt mit 16.000 Euro Kostenrisiko nicht einstehen wollte. Ich weiß nicht, 16.000 Euro, ob man das machen sollte oder nicht. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das wieder kommt. Und der Kostenfaktor ist überschaubar, das Risiko, was da die Stadt bringt. Das ist auf jeden Fall eine Gemeinschaftsveranstaltung, da wo wir alle irgendwie ein bisschen zusammenkommen können. Als nächstes Thema, lass du mal weiter. Schon passiert das schon. Gut. Haben wir hier einmal diese Umgehungsstraßensystem. Da gibt es einmal diese Südumgehung nach Westen und dann oben im Norden. Also wie man hier großflächig sieht, die Verkehrsführung, die leitet sich hauptsächlich außenrum. Wir sind da eigentlich schon in einem großen Umgehungssystem mit drin. Problematisch wäre es halt so, die Südumgehung allein bringt einmal gar nichts. Von Rohrbach fährt niemand nach Langerbruck das Eck aus. Die Nordumfahrung ist auch ein ziemlich großes Problem. Wir machen da nicht viel. Wir ziehen damit nur noch mehr Verkehr in das Gemeindegebiet rein. Zumal der obere Punkt hinterhalb von Nötting durch das Waldgebiet geht. Also der ist mit uns nicht zu machen, dass man da das in den Wald roden, um hier eine Umgehungsstraße zu machen. Im Endeffekt muss man sagen, wie man das sieht mit der Umgehungsstraße, die B300 läuft hier, keine der Varianten an Ziel führen. Also da muss man andere Sachen auflegen. Da können sich dann wieder manche 20, 30 Jahre damit beschäftigen. Wir würden als Sofortmaßnahmen Verkehrsflussregulierungen machen, Verkehrssteuerungsmaßnahmen, zum einen die B300, die könnt ihr mal abcutten, hier und hier oben, und zwar umdekorieren als Startstraße, damit würde die B300 hier enden, mit entsprechenden Beschilderungen, und nach wird das in die Navigationsgeräte auch dann einprogrammiert sein, dann wird der Verkehr über die B16 nach Westen laufen oder so. Es ist ein heikles Thema mit der Umgehungsstraße, das ist klar, aber es wird nur rumgewurschtelt, es passiert gar nichts. Damit kann man sofort was machen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, sozialen Wohnungsbau. Da liegt einmal ein Anliegen, die Stadt macht ja da immer wieder mal ein bisschen was mit sozialen Wohnungen. Ich vermisse aber generell behindertengerechte Wohnungen dazu. Das müsste man nach und nach Bedarf ausweiten oder wieder einstellen. Auf jeden Fall muss da die Stadt hergehen und muss für behindertengerechtes Wohnen bauen. Zumindest einmal eine Wohnung pro städtischem Gebäude, pro städtischem Wohngebäude. Der Privatmarkt wird das nicht machen. Ist ganz nachvollziehbar, so eine behindertengerechte Wohnung kostet einfach 40.000, 50.000 mehr in der Bauphase als wie eine nicht behindertengerechte. Und da ist der Staat gefragt. Und besonders auch die Stadt, wenn sie hier was macht. Gut, dann bin ich durch. Gehen wir weiter. Danke. Ja, bevor er angesprochen hat, unsere Sabrina ist noch nicht da, die ist noch in der Arbeit, die kommt später, die wird sich später vorstellen. Also die schönste sieht es am Schluss. Dann geht es weiter mit unserem Listenplatz 4 an Andrew Eichler. Andrew, bitteschön. Servus, Bilanz. Mein Name ist Andrew Eichler. Ich bin 50 Jahre alt. Stamme gebürtig aus Leipzig. Wohne aber jetzt 20 Jahre in Bayern. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Arbeite in der Audi AG als Spannungsmechaniker. Momentan als Gruppensprecher in der Nachtschicht.
Meine Hobbys sind Fußball, Tennis, Skifahren und Wandern. Solange es die Zeit halt zulässt. Und wenn ich gewählt werde, setze ich mich ein für eine bessere Infrastruktur, zum Beispiel für die Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs in den ländlichen Regionen, weil wir haben viele Ortsteile, die schlecht erreichbar sind oder nicht gut angebunden sind. Da fährt ein Bürgerbus, aber ich glaube meistens bis zweimal die Woche. Das ist für manchen jetzt ein bisschen zu wenig, da es an einem anderen Tag einen Termin hat. Es sollte doch finanziell möglich sein für so reiche Gemeinde wie Geisenfeld, dass man da zumindest einmal pro Tag einen Linienbus hinfahren lassen kann. Es kann eine Busanbindung, es kann eine Bahnanbindung sein. Also dafür sollte ich mich schon stark machen. Weil jeder muss die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit, also an jedem Tag, irgendeinen Ortstermin wahrnehmen zu können. Und nicht jeder ist flexibel und hat ein Auto. Nicht jeder hat Bekannte und Verwandte, die einen fahren können. Nicht jeder hat das Geld, mit dem Taxi zu fahren. Also muss da irgendwas gemacht werden. Und das Geld wäre schon da, weil es wird für viele andere Sachen herausgegeben, aber nicht, die so wichtig wären. Außerdem setze ich mich für die Erweiterung der Radwege ein, weil es gibt Radwege, habe ich schon selber festgestellt, die hören einfach irgendwo auf und fangen dann einfach wieder irgendwo an. Da sollte man doch mal schauen, dass man das nicht verbinden könnte oder gerade in den wichtigen Teilen, dass man da neue schaffen tät, gerade um die Sicherheit der Bürger und speziell der Kinder zu erhöhen. Ich komme jetzt aus Ingendorf und fahre jetzt manchmal mit dem Fahrrad in die Birkenheide zum Beispiel. Da wird man schon manchmal fast über den Haufen gefahren. Es war zwar Bedingung, dass damals im Gewerbegebiet dort, dass dann in dem Zuge Radwege entstehen sollten, aber ich bin der Meinung, dass man da schon einen Radweg trotzdem bauen könnte, egal ob da eine Halle gebaut wird oder nicht. Weil so toll ist das jetzt einfach nicht. Dafür werde ich mich stark machen, ja. Und Verkehrssicherheit, wenn wir bei Verkehrssicherheit sind, zu erhöhen, täte ich auch an manchen Ortseinfahrten mal öfters eine Geschwindigkeitskontrolle durchführen. Weil was da manchmal abgeht, wie die Leute da rein blasen, gerade wenn da Kinder spielen, in den Dörfern spielen ja öfters mal Kinder, das geht ja gar nicht. Zusätzlich könnte man einmal an unübersichtlichen und verwirrenden Kreuzungen mal die Verkehrsflüsse mal überprüfen, die Beschilderung überhaupt, ob man da nicht was verbessern könnte, weil manchmal ist es ein bisschen verwirrend, Sackgassen, wo rechts vor links ist oder falsche Beschilderung ist. Das sollte man insgesamt mal überprüfen und gegebenenfalls mal optimieren, ob dass man da nicht ein bisschen was mit der Verkehrssicherheit noch verbessern könnte. Des Weiteren setze ich mich für flächendeckenden Mobilfunkausbau ein. Ich habe gerade hier gesehen, Internet habe ich jetzt hier in meinem Netz zum Beispiel nicht. Ich bin bei Vodafone. Und das sollte man für alle Netze praktisch durchziehen, nicht bloß für ein Netz. Es nützt nichts, wenn einer einen Empfang hat und der andere keinen Empfang. Und der lückenlose Breitbandausbau liegt mir auch sehr am Herzen. Für Privathaushalte und für Gewerbetreibende. Und das sollte eigentlich Grundvoraussetzung sein. Bevor ich noch 5G-Netze schreie, sollte ich schon mal schauen, dass man überhaupt ein vernünftiges Netz hat, um überhaupt internetmäßig empfangen zu haben. Als letzten Punkt bin ich ausdrücklich gegen eine Privatisierung von Wasserversorgungsunternehmen oder Abwasserentsorgungen. Weil das sollte immer in kommunaler Hand bleiben, damit die Preise auch bezahlbar bleiben und nicht kommerziell missbraucht für Profitgier oder Profitmacherei missbraucht werden. Also da bin ich schon dafür, dass das immer in kommunaler Hand bleibt. Das sind lebenswichtige Versorgungen und da sollte man nicht damit spielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Danke. Ja, dann gehen wir zu unserem fünften Listenplatz 5. Das ist der Jens Kegler. Und Jens, bitte, deine Bühne. Ja, grüß Gott, mein Name ist Jens Kegler, ich komme aus Immendorf, ich bin 2000 nach Geisenfeld gezogen und seit 2005 nach Immendorf und fühle mich dort sehr wohl.
Ich arbeite seit 25 Jahren bei der Kaufland Logistik, bin da auch nebenbei noch im Betriebsrat tätig. Dann im Sportverein Ilmendorf bin ich Abteilungsleiter Tennis und habe da die Tennisabteilung halt unter mir und auch die Jugendarbeit mit meiner Kollegin zusammen. Und da ist es mir dann jetzt schon wichtig, dass man da mal hinschaut, wie viel Geld bekommen die Vereine. Das habe ich mir angeschaut. Und was meint ihr, was der Verein, wir haben 272 Mitglieder, was der Verein im Jahr an Geld bekommt vom Geisenfeld? Das ist genau 1 Euro pro Mitglied. Also das finde ich doch ein bisschen zu wenig. Wir haben sehr viele Vereine, aber da muss man schauen, dass man da den Verein noch ein bisschen Luft zum Atmen gibt, dass die nicht, weil wir haben Probleme mit der Jugendarbeit, mit dem Nachwuchs, überall. Und es liegt nicht bloß an den Handys und hast du nicht gesehen, dass die Kinder kein Interesse haben. Wenn die da ein bisschen mehr gefördert werden und Anreize geschafft werden könnte vom Verein, wenn da ein bisschen mehr Geld bekommt, dann wären wir da schon ein Stückchen weiter. Und es kann doch nicht sein, dass unser Vorstand zum Beispiel 3 Jahre lang mit einem kaputten Netz hinterher rennt, dass die Gemeinde oder die Geisenfeld, die Stadt Geisenfeld und ihr Bauamt sich dann immer nicht sehen lässt. Und es ist keine große Arbeit, aber das sind halt Kleinigkeiten, wo dann der Verein damit auch selber Hand anlegen muss, bloß weil es die Stadt nicht hinbringt, da mal die Netze in Ordnung zu bringen. Jo, das ist halt das mir sehr wichtig am Verein, dass man die Vereinstätigkeit halt fördert und auch Ehrenämter schützt. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, was in Nachrichten immer kommt, dass die Leute, die uns helfen, Feuerwehr, Kranken, Transport und hast du nicht gesehen, dann irgendwo angespuckt oder sonst was werden. Also da fordere ich drastischere Strafen. Und möchte auch, dass da ist ein großer Handlungsbedarf, dass man da wieder dem Ganzen Einhalt gebietet. Die Strafen dafür sind minimal, also da müssen wir ran. Kommen wir jetzt nicht auf unserer Ebene ran, aber ich denke, das kann man dann anderweitig mit anbringen. Das Zweite, wo ich mich mal einsetzen möchte, oder was wir auch in Ilmendorf noch vorantreiben möchten, ist der Hochwasserschutz. Seit 2013, wo das große Hochwasser war, da sind einige Keller in Ilmendorf abgesoffen. Und wir waren kurz vor knapp, da war der Herr Stauder dann sogar noch mit bei uns, mit der Armee, und hat dann Sandsäcke mit voll gemacht. Da waren wir kurz vor knapp, dass wir da abgesoffen wären. Da war der Damm am Brechen. Und jetzt sind 7 Jahre vergangen und was haben sie bis jetzt gemacht? Nix. Sie haben immer Gespräche geführt. Sie haben immer Firmen eingeladen, haben sich Angebote eingeholt und es ist bis jetzt noch überhaupt nichts passiert. Jetzt sind sie gerade haben eine Firma, wollen sie beauftragen, wie hoch jetzt der Hochwasser, der Spiegel ist, der des Grundwasserspiegels ist. Und das finde ich, sollte man schön vorantreiben. Und bis jetzt haben wir immer noch Glück gehabt, dass wir nicht so einen starken Regen mehr hatten. Und dafür will ich mich halt auch stark machen. Das war's von meiner Seite. Ja, was habe ich noch? Meine Motivation, ja. Ach, die Motivation, ja. Da war ja noch was, genau. Gut aufgepasst. Ja, immer. Also, da sagt jeder Bürgernähe, Bürgernähe. Fehlt, sage ich auch. Aber wir haben halt auch die Gründe dafür. Bei uns haben sie übergangen mit dem Gewerbegebiet Nord, wo sie über unsere Köpfe erstmal hinweg entschieden haben, haben das schon outgesourced, die haben das schon beschlossen gehabt, dass das dort unten gebaut wird, hatten schon den Lageplan alles liegen und dann mussten wir uns dann auf die Hinterfüße stellen und haben uns dann damit stark gemacht und haben die Initiative, also ich nicht selber, aber ich habe immer mit unterstützt, dass wir die Initiative ins Leben gerufen haben. Dann gab es einen Bürgerentscheid, da war ja auch wieder eine Farce. Das hätte gar nicht sein müssen, aber da haben sie den Stadtrat in den Urlaub geschickt, dass dann eine Pappsituation entsteht. Und wir müssen, da hätten wir die Stadt sich bestimmt 20.000 Euro mindestens sparen können. Und das haben sie dann auch als Quittung bekommen. Mit 78,6% wurde gegen das Gewerbegebiet abgestimmt. Das ist meine Motivation. Und wenn irgendwas im Unordnung ist, bin ich der Erste, der dann mit dazu greift. Gut, das war's aber jetzt, hoffe ich. Jetzt darf die Jurke. Jetzt darf die Jurke.
Also darf Martin, an Listen Platz 6 ein Martin Weichenrieder aus Engelbrechtsmünster vorstellen. Wie gesagt, der ist im Zweischichtbetrieb, der hat ja diese Woche leider Spätschicht. Aber ich glaube, 5 Leute von 6, das ist ein Schnitt, wo andere Parteien prozentual nicht herbringen in die Veranstaltung. Das muss man auch mal gesagt haben. Genau. Der Martin ist 31 Jahre, steht ja da, der ist parteilos. Wie gesagt, nicht in der AfD, aber er vertritt unsere Interessen. Das macht er nichts, das darf man haben, das ist der Kommunalwahl völlig erlaubt. Der Martin ist ein Fachlogistiker vom Beruf her. Seine Hobbys sind, musst du durch? Ein Fahrradfahren, Schwimmen und meine Heimat Bayern, hat er gesagt. Also ich finde auch, meine Heimat Bayern ist schon wichtig, wir haben alle Bayern. Und wir wollen eigentlich, dass Bayern so weitergibt und Tracht und Tradition eigentlich gefördert werden. Weil es gibt verschiedene Kulturen, ist alles in Ordnung, aber wir leben in Bayern und das ist wichtig. Gut. Ich setze mich ein, hat er gesagt, für eine Umgehungsstraße, die naturverträglich ist und auch für eine Entlastung des innerstädtlichen Verkehrs sorgt. Ich glaube, da hat unser Kollege Listen Platz 2, der Andi Schmidt, schon genug gesagt. Das sage ich, dafür ist es nicht weiter aus. Der zweite Punkt, für eine landwirtschaftlich freundliche Politik, ohne sinnlose Einschränkungen und Verbote, zum Beispiel Düngemittelverordnung, hat er da noch stehen. Ich glaube, das wäre mir in Geisenfeld nicht. Muss ich dazu sagen, wir haben eine nicht durchsetzende Düngemittelverordnung, die kommt von der EU. Er meint einfach, und das hat er mir mitgegeben, das soll ich machen in seiner Vertretung, weil er, wie gesagt, in der Spätschicht ist. Er ist wichtig, er hat gesagt, es ist gut, das Prinzip, und das, was vernachlässigt wird, das sind die drei L's, hat er gesagt, das ist Landwirt, Leistung, Lebensmittel. Und die Landwirte werden ja gerade ein bisschen geschöpft. Ohne die Landwirte haben wir auf gut Deutsch alle nichts zum Fressen. Und das müssen die Leute einmal wieder einsehen. Das darf man so klar deutlich sagen. Genau. Bürger brauchen eine umfassende Information über sicherheitsrelevante Themen in unserer Gemeinde. Ich sag, das kann ich jetzt nicht ausführen. Das hat er mir mitgegeben. Ich kann jetzt leider nicht ausführen, was er da genau meint. Wie gesagt, wir sagen umfassende Informationen über sicherheitsrelevante Themen, wenn irgendwas. Nein, doch, ich kann es schon ausführen. In der Gemeinde hat er gemeint, es geht eigentlich um das Gesamtpaket, dass manche Sachen, die wo passieren, nicht im gleichen Verhältnis angesprochen werden. Das hat er gemeint. Also, wenn einer was verbricht, wird manche Gruppierungen, sage ich mal, wird das höher pauscht und bei manchen wird das eher unter den Tisch gehört. Und das will ich nicht. Ich glaube, wir können uns alle Dinge in die Richtung, dass das läuft. Also wird nicht dazu. Wir wissen es selber, manche wollen halt besonders Schutzbedürftige schützen. Aber ich finde, dass man alle gleich behandeln muss. Und das auch gleich behandeln in Bezug, wenn einer was verbricht, dann gehört er bestraft. Egal wer das ist. Punkt. Das ist ganz wichtig. Okay. Dann bin ich fertig für Martin. Sabrina, stage is yours, bitte. Halt, das bist du nicht. Nein, das bin ich nicht. Das bist du. Alles gut. Ja, genau, Sturz gesagt, gell? Passt schon. Also, servus miteinander, ich bin Sabrina See, bin 22 Jahre alt und wohne in Geisenfeld. Ich mache derzeit eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in den Sprachen Deutsch, Spanisch und Englisch. Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpflegerin oder Pflegefachhelferin. Meine Hobbys sind Snowboarden, Fahrradfahren, Schwimmen und auch meine Familie. Wenn ich gewählt werde, würde ich mich gerne für mehrere Sachen einsetzen, zum Beispiel mehr Mitspracherecht von den Bürgern bei großen Projekten der Gemeinde, aber auch der Förderung von Jugendbetreuung und Freizeit. Du bist ein Stadt der Fitterl, ne? Was? Jetzt hast du mich wieder auseinander. Ein paar Ideen wären zum Beispiel Umweltprojekt-Tage, um die Jugend auf unsere Umwelt ein bisschen mehr aufmerksam zu machen. Und weil es auch wichtig ist, auf unserem Planeten Rücksicht zu nehmen. Auch durch Ausbildungstage möchte ich der Jugend ihren Augen öffnen, was sie noch für Möglichkeiten haben nach der Schule. Und es wäre auch sehr wichtig, Kinder- und Jugendbetreuung und in Ferien bei Kindern, deren Eltern arbeiten und keine Zeit oder Möglichkeit haben, Urlaub zu nehmen, zu fördern. Und für diese Sachen würde ich mich auch noch einsetzen.
Doch mein Schwerpunkt habe ich in der Pflege- und Altersvorsorge, da ich ja diese Ausbildung schon habe als Sozialpflegerin. Ich war in den Jahren 2014 bis 2018 in der Pflege tätig und habe da ganz viele Erfahrungen sammeln können, ob das jetzt in der inneren Medizin, in der Psychiatrie, im ambulanten Dienst oder auch stationär im Altenheim war, habe ich ganz viele Probleme feststellen können. Diese Probleme waren vor allem der Personalmangel, der Zeitdruck, der unregelmäßige Arbeitsrhythmus, hohe Überstundenzahlen und nicht zu vergessen die physische und psychische Belastung des Personals bei nicht wertschätzender Bezahlung. Ideen, um diese Probleme entgegenzuwirken, wären zum Beispiel regelmäßige Kontrollen des Geisenfelder Altenheims, um mir selbst ein Bild zu verschaffen, ob der Zustand des Altenheims und die Zufriedenheit des Personals qualitativ den Bewohnern und Patienten zugutekommt. Und ich bei negativer Entwicklung schnellstmöglich zusammen auch mit dem Stadtrat und den Fraktionen reagieren kann. Mangelnde Beschäftigung und Betreuung der Bewohner würde ich gerne mit mehr Einbeziehung der Kindergärten, Mittel- und Realschulen kontern. Die Jugend muss mehr aus meiner Sicht herangeführt werden, wie wichtig Pflege ist, aber auch wie vielfältig sie sein kann. Da könnte man zum Beispiel Spieltage einführen, wo man mit den Patienten oder Bewohnern Mensch ärgere dich nicht spielt oder auch mal Bastelrunden für Weihnachten oder Fasching. Und außerdem werde es mir auch ein Anliegen, mehr Helfer vor Ort auszubilden und zu fördern. Auch das Thema Erste Hilfe ist für mich sehr wichtig. Dies könnte man auch bei einem bestimmten Alter den Kindern und den Jugendlichen in der Schule beibringen und würden so Ersthelfe, wie sie in Unternehmen gibt, ausbilden. Das war jetzt so mal eine kleine Übersicht über meine Anliegen und über mich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, ihr habt es gemerkt, wenn man als junge Frau mit 22 Jahren sich das traut und Sabrina ist auch neu in der Politik, einen Erwachsenen oder älteren Publikum wie sie da zum Reden, dann verlangt das Mut ab und ich finde, das hat es ganz gut gemacht. Das muss man schon sagen. Bitte.